Hi Leute, willkommen zurück zu Third Age Total War. Ja, ich habe beim letzten Part ganz vergessen, dass es der 30. war. Ja, deswegen sage ich einfach jetzt nochmal was dazu. Es macht mir wirklich viel Spaß. Und ich freue mich auch wirklich noch weiter drauf auf dieses ganze Projekt. Es geht ja noch eine Weile auf jeden Fall. So, ja, letztes Mal haben wir ein paar Einheiten aufgelöst, sind am Truppen rekrutieren, sind am Truppen hin und her schicken. Und sind einfach viel beschäftigt. So, wir werden erstmal diese ganzen Soldaten hier nach Tunerat schicken. So. Ja, hier ist ein reger Verkehr zwischen Amun Sul und Tunerat. So, also dann würde ich sagen... Ja, haben wir momentan relativ kleine Armeen hier unten rumstehen. Müssen auf jeden Fall mal schauen, dass da noch ein paar mehr Truppen reinkommen. Aber wir sind ja auch noch fleißig am Rekrutieren, vor allem in Anuminas. Was kann der so? Ach, wir können da einen tollen Achan machen. Das wird man auf jeden Fall machen, sobald, sobald wir unsere Armee fertig gebaut haben. Unsere Armeen, besser gesagt. Die Einheit brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Arno Militia will ich nicht haben. So, ich würde sagen, wir schicken mal die ersten drei Einheiten mal los. Oh Gott, braucht es lange. Oh Gott. Ach, wisst ihr was, ihr geht nochmal zurück und wir warten, bis noch ein paar mehr Truppen fertig sind. Vorne ist der Rhein, haben wir auch Truppen. Kann man auch mal nach Anumina schicken und sobald einige Truppen fertig sind, schickt man einfach einen General mal hier runter. Dann wird es schon passen. Ja, gut, okay. Beenden wir mal die Runde. Ja, in den nächsten paar Parts wird es vor allem jetzt erstmal noch ums Aufbauen gehen. Ich weiß nicht, wie lange es noch brauchen wird. Das kommt einfach drauf an, wie schnell wir mit dem Rekrutieren sind und mit dem Hinschicken und so weiter und so fort. Also hier runter nach Tunerat und was man dann noch an Einheiten braucht, ob man vielleicht zu viel Bogenschützen haben und noch Infanterie brauchen oder ob man zu viel Infanterie haben und noch Bogenschützen brauchen oder was auch immer. Das muss man mal schauen, weil ich möchte auf jeden Fall einige Truppen nachher haben. Ich habe nämlich irgendwie das ungute Gefühl, dass es noch ein harter Kampf gegen Isengard wird. Aber das Gute ist halt eben auch, wir haben eine gute Rückversicherung, selbst wenn wir unsere Armeen verlieren sollten oder mal eine Schlacht verlieren sollten, wir können auf jeden Fall neue Truppen rekrutieren. Die Frage ist halt eben nur die Zeit, die es halt eben braucht. So, ja, hier in Pre auf jeden Fall jetzt auch endlich ein Gebäude fertig. Das heißt, wir können jetzt auch hier weiter gute Infanterie rekrutieren. Kavallerie, naja, geht so in der Stadt, gell? Aber ansonsten passt es. Wir haben halt momentan hier nur ein Stonewall, aber das ändert sich auch relativ schnell, denke ich. Okay, ein Versuch war es wert. So, also das ist die Straßen wieder von selber baut. So, sehr schön. Naja. Wir verlieren ein bisschen Geld. Was aber irgendwie auch klar ist, wenn wir so viele Truppen rekrutieren. Die brauchen alle, wie lange brauchen die eigentlich hier? 3 Runden, 2 Runden, 4 Runden, 3 Runden, 4 Runden, 3 Runden, 2 Runden. Ja gut, okay. Die brauchen alle ein bisschen länger zum Rekrutieren. Yes, my lord. Ich würde eigentlich schon gerne mal die erste Armee demnächst fertig machen. Mehr oder weniger. Die Frage, wir haben hier drin 2 Einheiten Dunedain Elite Rangers, 2 Einheiten Dunedain Rangers, 3 Einheiten von denen hier. Ich denke, wir werden jetzt mal die Armee auffüllen mit Battle Ready Dunedain. So, und nochmal eine Einheit Kavallerie kann nicht schaden. So, jetzt haben wir bald eine Armee fertig. Aber wir haben hier vielleicht, ja, wobei 3 Einheiten Kaff sollten eigentlich gut sein. Ja. Gut, und dann schicken wir mal die Einheiten da mal noch rein. Man kriegt Aragorn eine ganz neue beziehungsweise nee, wir bauen erstmal seine Armee auf, wir schicken mal die Einheiten, die Veteraneneinheiten
alle zu Aragorn. Ich denke, das ist für unseren König ganz nett. Ist die Frage, wir haben ein bisschen viele Bogenschützen hier drin. Schicken wir die mal wieder raus. Jetzt haben wir 4 Einheiten Bogenschützen, 3 Einheiten Kavallerie, 2, 4, 5, 6 Einheiten Battle Ready Dúnedain. Yes, my lord. Ja gut, jetzt muss man da mal auf jeden Fall warten, bis da Truppen auch von Anuminas noch kommen. Die nächsten Truppen schickt man dann entweder zu Aragorn oder Arafor, das muss man mal noch schauen. So. Ja. Irgendwie hat es den Namen nicht geändert, wir heißen immer noch Free Peoples of Eriador, aber meinetwegen. Ich glaube, die Farbe auf der Kampagnenkarte hat sich auch nicht geändert. Ich glaube, die wird normalerweise so, ja, so wie unsere Flaggen, so schwarzmäßig, so ein dunkles Schwarz und dunkles, dunkles Schwarz und dunkles Blau, ist normalerweise ganz dunkles Blau. Ich meine auf der Kampagnenkarte jetzt. Aber irgendwie sieht es nicht danach aus. Oh ja. Ich denke, das wird auch unser erster Angriffspunkt, Isengard selber. Weil da kriegen die halt echt gute Truppen her. Das will ich eigentlich so schnell wie möglich unterbinden. Wohin geht ihr? Ihr geht da runter, ihr geht auch da runter. Und dich hatte ich ja hier hingeschickt. So, ja, dann machen wir das mal so. Gondor, gut. Ja, ist ja schon. Retrain. Ah ja, können wir einfach mal... Sollen wir die fortbilden? Ich weiß es nicht. Auch nicht. So, also, dann würde ich sagen, was bauen wir jetzt als nächstes? Bordell. Ja, nee, brauchen wir ja eigentlich gerade gar nichts. Jetzt haben wir hier ein House of Veterans gebaut. Die Frage ist jetzt, ob wir es da brauchen noch. Ach, schicken wir die Einheit Ballisten mal zu Aragorn in die Armee. Ich will ja auch gerne mal Katapulte bauen, deswegen bauen wir das jetzt einfach mal. Ich denke, die Ballisten lösen wir erstmal wieder auf und bauen lieber Katapulte und schicken Katapulte in die Armee rein. Oder vielleicht auch noch Triebwerke, ich weiß nicht, inwieweit man hier Belagerungswaffen bauen kann. Siege hier. Drehbuchten kann man auch bauen. Also Triebwerke. Das ist doch sehr schön. Dann werden wir das auf jeden Fall auch noch weiter ausbauen. Vielleicht werde ich auch hingehen und das jetzt erstmal nach vorne ziehen. Ich denke, ich ziehe das jetzt erstmal nach vorne. Dann kann man mal so 2-3 Einheiten von denen ausbilden und das sollte eigentlich gut reichen. Bin nur so ein bisschen am Fragen, warum wir die jetzt immer so extra ausbauen müssen. Extra verbessern müssen hier. Ich denke, es wird jetzt erstmal so laufen, dass man hier wirklich nur die Truppen rekrutieren und fortbilden können wir sie auch noch woanders. Ich glaube, es liegt daran, dass wir... Haben wir hier einen Letter Tanner? Okay. Ist die Frage, warum wir die Einheiten hier verbessern können. Steht denn das eigentlich immer? Das steht doch da... Ach ja, genau. Scale oder Heavy Plate, hä? Warum können wir die verbessern? Haben wir sowas hier drin? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich denke, wir werden es dann doch mal machen. Nur zur Sicherheit. Schieben die zwei Einheiten mal nach vorne. Brechen die Rekrutierung von den zweien ab. So, die Einheiten können wir auch noch weiter fortbilden. Wie gesagt, ich möchte jetzt so schnell wie möglich demnächst mal eine Armee oder einen Teil unserer Truppen mal hier runter schicken. Ja, gut, okay, dann können wir die Runde auch wieder beenden. Aber es braucht momentan einfach wirklich Zeit, bis wir die Armeen alle rekrutiert haben. Aber ich denke, das ist ja auch mal was anderes und danach gibt es ja wirklich epische Schlachten, das verspreche ich euch. Es wird auf jeden Fall ein guter Kampf gegen Isengard. Von dem her, denke ich, passt es schon, dass wir erstmal eine Zeit lang nicht kämpfen müssen. Worüber ich sehr, sehr glücklich bin, ist, dass Isengard uns nicht angreift.
Obwohl wir ja jetzt Dunland vernichtet haben und so weiter, greifen sie uns nicht an. Das finde ich sehr begrüßenswert und sehr wünschenswert auch. Und von dem her, ja, sehr schön. Ja, gut, okay. Hier haben wir Stallungen verbessert. Ja, das passt. Wobei, komm, lass das mal sein hier in der Stadt. Bringt das uns jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Horawell. Ja, hier können sie es meinetwegen weiter ausbauen. Ja, passt soweit hier. Tunerat. Ja, haben wir die Schule jetzt gebaut. Langsam aber sicher müsste es hier eigentlich hochgehen mit der Kultur. 22%. Wir könnten natürlich jetzt hingehen und so eine University noch bauen. Aber das lassen wir jetzt erstmal, weil ich möchte jetzt wirklich hier mal hingehen und ein bisschen Truppen rekrutieren können. Und ich meine, ja, es braucht jetzt 5 Runden dafür. 25% haben wir das schon erreicht. Ja, noch nicht ganz, aber ich denke, bis in 5 Runden haben wir die 25% erreicht, beziehungsweise 33 wird dann noch eine Weile brauchen, aber das passt schon. Wir können ja mal die Gebäude mal bauen. Yes, my lord. Und zur Not bauen wir halt eben noch die Yes, my University lord. auch. Your orders, my lord. Ich denke, wir Yes, my schicken die lord. Einheiten Orders, my lord. jetzt auch mal noch da rein. Your Ja, orders, die my will ich jetzt lord. hier doch nicht haben. Ich schicke die jetzt Your einfach will, my mal. lord. Ah, wobei. Ich denke, die schicken wir da auf jeden Fall mal noch Yes, rein. my Die lord. Einheit Bogenschützen können wir mal nach Osterion schicken. Das passt. Gut, okay. Also, da müssen wir mal gerade gucken. Haben wir wieder hier in Amon Sul irgendwelche Truppen zum Rekrutieren? Ja, wir können fortbilden. Ne, können wir gerade nicht. Müssen wir mal warten. As you wish. March to exhaustion, Auf jeden Fall continuing Kavallerie können wir later. auch gebrauchen, immer wieder. Gute Kavallerie. Ah ja, sehr schön. Was können wir jetzt hier Schönes bauen? Ritter von Anuminas, und die gefallen mir doch sehr. Und auch Dismounted Dunedain Knights. Also Dismounted Arnor Knights sind natürlich auch echt geil. Darauf freue ich mich doch schon, wenn die rekrutiert werden. Und auch diese Arnor Sergeants können wir auch wieder weiter ausbilden. So, jetzt warten wir noch, bis die zwei Einheiten fortgebildet sind, und dann schicken wir mal die Armee weg aus der Stadt. Was mir gerade noch einfällt, können wir noch in Fornos Erein irgendwas rekrutieren. Nee, nichts von Bedeutung. Hier können wir die Einheit noch fortbilden. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch noch mit, denke ich. So, okay, sehr schön. Ja, die Einheit kommt da jetzt auch nächste Runde rein. Das heißt, wir haben hier bald wieder neue fortgebildete Truppen. Your orders, my lord. Yes, my Sehr lord. schön, das gefällt mir. Wohin laufen die Einheiten jetzt eigentlich? Von Osterion? Ach, die, stimmt. Ah, logisch, okay. Das sind die, wo ich da nach Randir schicke. Hab's verstanden. Sylgondor, nix, okay. So. Ja, dann kann ich vielleicht hier auch in dem Video mal ankündigen. Ich habe im Ende Mai, Anfang April, habe ich eben schriftliche Prüfungen. Und danach bin ich eine Woche, also haben wir Abschlussfahrt nach Berlin. In der Woche danach, das ist dann so, ja, so Anfang, Mitte Mai, April meine ich, und ab da, ich weiß nicht, ob ich es dann hinkriege, wirklich immer regelmäßig Videos hochzuladen an den Tagen. Ich werde versuchen, davor jetzt noch so viel vorzuproduzieren, wie es halt irgendwie geht. Ich habe natürlich auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen, klar, viele Arbeiten noch und so weiter, ja, ein bisschen Stress und so, und von dem her, ich hoffe, dass ich halt wirklich einiges hinbekomme. Aber ich denke, ich krieg das da auf jeden Fall, die ein oder andere Sache werde ich auf jeden Fall schaffen. Also das ein oder andere Video auch in dieser Zeit, dann hoffe ich, dass ich das dann hochladen kann. Vielleicht gibt es dann nur, ich sag jetzt mal, in den 3, 4 Wochen vielleicht auch nur ein Third Age Video und ein Age of Empires Video da von mir pro Woche. Das werde ich einfach mal schauen.
Europa Universalis habe ich auf jeden Fall noch genügend Videos. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall mal weiter produzieren und so weiter. Ich rede jetzt einfach hier mal ein bisschen nebenher über die ganze Sache und mache einfach ein bisschen was. Rekrutiere ein bisschen was, so. Ja, also ich hoffe, dass er das versteht. Dann schicken wir die Einheit mal darunter. Und, ja, also ich denke, ihr kennt es vielleicht auch schon. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal eine Prüfung geschrieben. Ist natürlich immer so ein bisschen, ja, ja, passt soweit alles, ja. Ist halt einfach immer die Frage. Da hatte ich mal halt ein bisschen davor im Stress, wollte ich eigentlich sagen. Weiß auch nicht, ich habe mich gerade irgendwie, war hier gerade ein bisschen im Spiel konzentriert und habe dann irgendeine Scheiße gelabert. Ja, also ich denke, das versteht er. Ah, ich weiß jetzt, was dieses Fortbilden bringt. Es gibt uns zwei Erfahrungen bei den Einheiten. Ja, ich will jetzt wirklich die zwei Einheiten noch fortbilden und dann schicke ich halt eben einen General mal weg hier. Deswegen habe ich jetzt die Einheiten auch hier vorgezogen, dass diese Sperrträger dann erst fertig werden, wenn wir weg sind von hier. So. Ja, das machen wir einfach so und dann können wir hier das noch rekrutieren. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir mal diese Runde. Your orders, my lord. Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Truppen wir eigentlich noch brauchen für unsere drei Armeen, aber ich denke, die Truppen, die wir momentan haben, beziehungsweise am Rekrutieren sind, sind noch nicht genügend dafür. Von dem her müssen wir mal schauen. So. Also, dann kommt Mordor gerade dran. Die brauchen aber ein bisschen länger, glaube ich. Bis so ein Ork so einem anderen dummen Ork und ein Kommando gegeben hat, braucht es halt eine Weile. Ja, Harad. Und die Banditen. Keine Ahnung. Habe ich mit denen eigentlich nicht irgendwie einen Diplomaten hingeschickt? Yes, my lord. So, ich glaube, ich wollte und er wurde hier irgendwie blockiert und dann ist er nicht weitergelaufen. Naja. Okay. Ja, gut, okay. Hier haben wir halt irgendwie im Moment nicht so wirklich die tollen Truppen, deswegen lassen wir das einfach mal und bauen jetzt hier mal lieber ein bisschen was Wirtschaftliches. Hier sollen wir sie reinquartieren. Nach South Tarbad oder nach Tarbad, ist mir egal. Naja, die Hobbits. Yes, gucken, ob es die dann jetzt nächste Runde da drin gibt. Isengard Assassin. Okay. Ich denke aber nicht, dass der große Chancen gegen unsere Generäle hier hat. Harafor ist der schlechteste von denen. Alle anderen haben halt extrem viel. Also volles Kommando. Bin gerade mal am Schauen, was haben die denn hier jetzt so. Ja, nicht schlecht. Aber auch noch ein paar Snagas, aber viele Uruks. Uiuiui. Und Warkreiter waren da gerade ganz viele. Das wird erstmal eine kranke Schlacht hier werden, die erste. Wenn die sich da nicht vom Fleck bewegen, meine ich. Leute, der Handel mit Isengard ist aber auch ziemlich krass, würde ich sagen. Hier. Naja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder eine Runde beenden. Beziehungsweise, ich wollte die jetzt eigentlich nicht dahin schicken. Ach, egal. Vergiss es. Muss sowieso wieder auflösen, die brauchen wir gerade nicht so wirklich. Also, dann würde ich sagen, schicken wir jetzt mal die ganzen Truppen hier. Unter Führung von Millon. Den wir nachher wieder zurückschicken übrigens. Schicken wir jetzt mal hier lang. Ups,
so, der wird dann auch nächste Runde hier dran vorbeikommen. Dann sind die zwei Einheiten auch fertig und dann kann man auch eine Runde später die zwei die Einheit hier noch abholen. Oder hinterherlaufen, wie auch immer, das passt schon. Und dann können wir hier die Truppen auch noch abholen, vielleicht ein paar von denen. Weil gerade eben sieht es nicht so aus, als könnten wir hier irgendwas holen. Ich denke, wir lassen das jetzt mal und bilden lieber diese Einheit hier fort, kriegen dann hier wieder eine neue mit viel Erfahrung. Ich glaube, die Truppen voran, die haben sich ein bisschen selber blockiert, gerade eben, wie ich es gesehen habe. So, ja, Gondor, was willst du denn? Brauchst immer so viel Zeit, um mit deinem Diplomaten hier rumzunicken. Ja. Aber auf jeden Fall kriegt man jetzt gerade wieder ein bisschen Geld. Jetzt haben wir wieder 120.000. Das gefällt mir. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ausgemacht hat, dass wir da ein paar Truppen aufgelöst haben. Ich denke nicht so viel, weil wir haben ja, das waren ja meistens angeschlagene Truppen und klar auch ein paar Truppen, wo noch viele Einheiten drin waren, viele Soldaten. Wir haben ja auch viele Truppen nachgebaut, also glaube ich nicht, dass das so viel bringt. Ach ja, und die Truppen voran, die haben sich dann doch nicht blockiert, wie man jetzt gerade sehen kann. So, ja, können wir bauen meinetwegen, wir haben ja das Geld dafür. Pre. Ja genau, ihr macht es mal. Und Arnorian Heavy Arches. Muss ich jetzt gerade mal gucken, wie gut die im Vergleich zu solchen Dunedain Bogenschützen sind. Gibt's hier in Amon-Sul auf jeden Fall. Hier. Ja, im Gegensatz dazu sind die ziemlich schlecht. Naja, okay, dann lassen wir das auch mal. Ja. Nette Hobbits. So, also dann können wir jetzt hier gerade auch mal diese Einheiten fortbilden. Leute, und es sollen welche sein? Die hat es mir gerade wieder hier irgendwie weggehauen, keine Ahnung. Warum haben wir hier eigentlich zwei Arnor Spearmen? Wenn ich fragen darf. Naja. Was soll's? Schicken wir die Truppen mal hier runter. Werden die noch fortgebildet, so wie es aussieht, nicht. Ach, jetzt gibt's gar keine Fortbildung mehr. Doch, jetzt hat's wieder. Ja, das war gerade eben, glaube ich, ein bisschen verbuggt hier. Oder, nee, wir waren nur in einer anderen Stadt. Wir waren hier oben. Haha, lustig. Ja, okay, gut. Also dann würde ich sagen, schicken wir mal die Einheit. Mal und die Einheit auch mal noch hier mit. Die anderen zwei können wir nachher noch nachschicken. Ja, gut, okay. Was, die haben den Frieden gemacht, den Ernst. Achso, ja, klar, logisch hier. Fertig gebaut. Bauen wir mal hier auch noch einen. Ach, wobei, nee, Katapultmaker können wir uns gerade sparen hier. Der ist nämlich hier unten gleich fertig. Und dann müssen wir gerade mal schauen. Ach, irgendwie buggt es hier gerade wieder rum. So. Ja, können sie hier mal weiter rekrutieren. Muss man noch ein bisschen warten, bis wir die nächsten zwei Einheiten auch noch verbessern können. 11 Runden. Wow, und 15. Nicht schlecht. Braucht ein bisschen arg lang. Ja, auf jeden Fall, die zwei Einheiten wird man nachher auch noch da reinschicken in die Armee. Und dann wird man hier oben langlaufen bei Amon-Sul, alle Truppen abholen, die schon noch irgendwas bringen, und dann wird man hier runter marschieren und dann ist gut erstmal. So, aber, ja, das war dieser Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.